Fantastic, baby. Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zu... Oh mein Gott, er hat das Stirn! Ja, ich weiß, meine Haare sind kurz, bla, überspringen wir das. Ja, ich schätze, das sah vorher viel besser aus, der Bo. Ja, ich schätze, das sieht jetzt viel besser aus, der Bo. Heute, meine werten Freunde, wagen wir uns an ein kleines Experiment, könnte man sagen. Ich bin live! Ja, genau sowas. Es nennt sich What If? Und hierbei geht es um sogenannte Was-wäre-Fragen, die sich auf jede beliebige Situation beziehen können. Wie zum Beispiel, wie wäre das Leben als Rapper oder was wäre, wenn ich eine Frau wäre? Oder einfach nur... Und wie wäre das, wenn du deinen scheiß Kanal endlich löschen könntest? Ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Und das heutige Thema umfasst das Thema... Was? Und das heutige Thema lautet, was wäre, wenn ich ein Pro-Gamer wäre? Und damit meine ich sogenannte Competitive-Spieler, die davon leben können. Sein Leben finanzieren durch sogenannte Videospiele? So ein Schwachsinn, ich meine, was kommt als nächstes? Vielleicht Leben durch YouTube? Ja. Aber natürlich gibt es solche Menschen, und das reichlich. In Südkorea beispielsweise ist der E-Sport ein anerkannter Beruf. Ja, ich würde mal sagen, ich wandere dann mal aus, ne? In Deutschland hingegen wäre das nicht unbedingt etwas für den Lebenslauf. So, Abitur beendet, einige Nebenjobs getätigt und 5 Jahre lang E-Sport. Ich meine, was soll das sein? Hey, ich habe gezockt, yo! Okay, Moment, wollt ihr mich hier eigentlich auf den Arm nehmen? Hey Bro, nix für ungut, aber ich glaube nicht, dass du auf meinen Arm raufpasst. Ja, ich denke, dass ihnen bewusst sein sollte, was ich mit Menschen wie ihnen anstelle. Nicht wahr? Geil, Mann! Ohne Witz, ich hätte nie gedacht, dass sie mich nehmen. Willst du mich verarschen, Junge? Ich habe dich doch nicht eingestellt. I'm just saying. Aber natürlich gibt es auch bei uns in Germany sogenannte E-Sportler, wie zum Beispiel den, der hier und den Kumpan hier. Die sehen ja alle so deutsch aus. Nicht. Am interessantesten finde ich aber noch die Pro-Gamer im Bereich StarCraft. Einige Artikel erzählen von einem deutschen StarCraft-Pro namens Infernal, der 500 Klicks pro Minute für relevant hält. Das sind 8 Klicks pro Sekunde. Yeah! Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen aus der Puste und meine Hand zittert. What the fuck? Das sieht irgendwie eklig aus. Zurück zum Thema, das ist ziemlich schnell. Ich frage mich, ob er in diversen anderen Tätigkeiten auch so schnell ist. Ja, du bist wirklich ziemlich schnell. Naja, ich kann noch. Dann mach. Fertig. Was? Das ging blitzschnell! Sorry, aber das musste mal sein. Hätte aber auch so einige Vorteile, wenn man das so sagen kann. Hilfst du mir bei diesem Referat? Klar. Warte mal, du hast ja noch gar nichts geschrieben. Moment. Fertig. Danke. Auch wenn es etwas gedauert hat. Aber ohne Witz, ich glaube, so einen hätte ich gerne als Sitznachbar in der Schule gehabt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Viele der sogenannten E-Sportler tummeln sich heutzutage auf Twitch oder anderen Livestream-Seiten. Und dort bekommt man eine unglaublich große Auswahl an Spielen geboten. Unglaublich groß. LOL. Mario Kart. LOL. LOL, er hat LOL gesagt. Doch vor allem in der Szene lauern so einige Hochnasen, die sich offensichtlich für Götter halten. Ich bin gut in einem Videospiel. Ja, toll. Und was soll daran so besonders? Aber mal kein Scheiß, unser Pro ist heiß. Und du damit tust, weißt, ich ess ne Schüssel Reis. Okay, ich glaube, das war leicht random. Aber genau das meine ich. Warum vergöttert man solche Menschen? Wenn man absolut keinen Respekt gegenüber anderen Spielern hat, dann hat man meiner Meinung nach auch keinen Respekt verdient. Wow, ich glaube, das war der erste ernste Satz in diesem Video. Ja, ist gut. Sport Süd. Wenn ich E-Sportler wäre, dann würde ich wahrscheinlich erstmal meinen alten Klassenlehrer besuchen fahren. Ja, ich bin derjenige, bei dem sie gesagt haben, dass das mir nichts wird. Stimmt. Und? Hast du doch was erreicht? Lass mich raten, E-Sport. Und definitiv das gleiche bei alten Schulkameraden, die mich früher gemobbt haben. Also im Grunde genau das gleiche wie als YouTuber auch. Yay! Schlussendlich will ich nur sagen, dass ich E-Sports geil finde und es feiere, dass es über die Zeit so ein großes Ding geworden ist. Fast so groß wie mein... Niveaulose Kommentare haben mich angesteckt. Ja, ihr seid schuld. Spaß beiseite, was haltet ihr von dem sogenannten E-Sport? Traumberuf oder eventuell doch zu risky? No risk, no fun. Das ist mein Motto. Schreibt in die Kommentare und schreibt mir außerdem noch andere Vorschläge für das neue Format What If. Es hat meiner Meinung nach wirklich Potenzial und mir hat es derbe Spaß gemacht. Soll ich das Experiment nochmal probieren und weiter ausbauen? Wenn ja, gebt einen Daumen nach hoch. Hier nochmal geht zur letzten Iblali-Folge über typisch YouTube und hier vorne zu meinem Draw My Year 2013. Abonnieren ist natürlich kostenlos und bis zum nächsten Mal. Haut raus. Juhu! Oh, shit, ich habe die Lampe getroffen.